Halo, guten Abend, dobro veče i dobrodošli u novu video lekciju. U ovoj video lekciji susrećemo se sa nekim rečima koje, pretpostavljam, ste do sada već upoznali. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome da vi jednu reč ne možete da naučite, da koristite, da prepoznajete u pravom trenutku i iskoristite u pravom trenutku ako ste sa njom niste susreli mnogo puta, ali ne samo kao, naravno, izolovanom reči, nego sa tom reči u nekom kontekstu. Dakle, reč mora da se nađe u kontekstu, vi morate čuti mnogo sličnih jednostavnih rečenica sa tom istom reči da biste mogli u jednom trenutku i da je sami koristite. I to mora da se ide stepen po stepen, znači ne mogu se učiti neke teže konstrukcije, neke teške stvari, naravno ako se ono osnovno nije upamtilo. Druga stvar jeste da se kroz ove lake jednostavne reči, učimo lake jednostavne rečenice, a kroz te lake jednostavne rečenice nesvesno usvojamo i gramatička pravila. Jer je po meni pogrešno učiti prvo gramatičko pravilo, a posle pokušavati da to pravilo primenimo. To može da bude strašan problem. Kao da učite auf dem Tisch i auf den Tisch, da li je m, da li je n, da li je akuzativ, da li je dativ na samom početku. To je prosto nemoguće. Dakle, po meni treba čuti rečenicu das Buch ist auf dem Tisch, das Glas ist auf dem Tisch, mein computer ist auf dem Tisch, dakle taj tip rečenica, i samo ih čitati, slušati i ponavljati, ne obazirajući se mnogo na to šta je to auf dem Tisch, jer će se to kasnije mnogo lakše usvojiti i naučiti. Dakle, jednostavan vokabular kroz jednostavne rečenice i polako sa mnogo ponavljanja vam omogućava da napravite jednu dobru bazu za dalje učenje. Krećemo sad. Prva reč za danas je die Rechnung, račun, die Rechnung. Ich habe die Rechnung bekommen. Dobio sam račun. Ich habe die Rechnung bekommen. Und hast du die Rechnung schon bezahlt? Da li si ga već platio? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Genug. Dovoljno. Ich verdiene nicht genug. Ne zarađujem dovoljno. Ich verdiene nicht genug. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Sada sam već dovoljno dugo čekao. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Verdienen, zaraditi, verdienen. Sie verdient viel Geld. Ona zarađuje dovoljno novca. Sie verdient viel Geld. Wir möchten alle mehr verdienen und weniger arbeiten. Svi bismo da više zarađujemo, mehr verdienen, manje radimo, weniger arbeiten. Tut nichts um Geld zu verdienen. On ne radi ništa da bi zaradio novac. Tut nichts um Geld zu verdienen. Glücklich, srećan. Ich bin glücklich verheiratet. Srećno sam oženjen. Ich bin glücklich verheiratet. Das Glück, sreća. Hat kein Glück. On nema sreće. Hat kein Glück. Mein Lehrer ist zum Glück nicht streng. Moj učitelj na sreću nije strog. Mein Lehrer ist zum Glück nicht streng. Ich gebe auf. Ich habe kein Glück. Predajem se, nemam sreće. Ich gebe auf. Ich habe kein Glück. Traurig, tužan. Ich bin traurig, weil sie mich nicht liebt. Tužan sam jer me ona ne voli. Ich bin traurig, weil sie mich nicht liebt. Es tut mir leid. Žao mi je. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das zu hören. Žao mi je što to čujem. Es tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid. Es gibt, ima nalazi se. Es gibt leider keine Karten mehr. Nažalost, nema više karata. Es gibt leider keine Karten mehr. Es gibt nicht genug Platz für diesen Tisch. Nema dovoljno mesta za ovaj sto. Es gibt nicht genug Platz für diesen Tisch. Es gibt einen Parkplatz. Ima jedno
Jedno mesto za parkiranje. Es gibt einen Parkplatz. Ima jedan parking. Die Post. Pošta. Die Post. Die Apotheke. Apoteka. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Apoteka je odmah iza ugla. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Und je i. Und nur samo. Nur. Ein wenig, malo. Bleib noch ein wenig bei mir. Ostani još malo kod mene. Bleib noch ein wenig bei mir. Du musst nicht morgen früh aufstehen. Bleibst du noch ein wenig bei uns? Sutra ne moraš rano da ustaneš. Da li ćeš ostati još malo kod nas? Danach habe ich ein wenig geschlafen und das ist alles. Posle sam malo spavao i to je sve. Ein wenig. Einen Moment bitte. Am wenigsten, najmanje, am wenigsten, wenigstens, makar, barem, wenigstens. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Nisam gladan. Uzmite, makar, barem, parče kolača. Ich habe keinen Hunger. Essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Das zeigt wenigstens, dass sie in der Schule etwas gelernt hat. To barem pokazuje da je ona nešto naučila u školi. Das zeigt wenigstens, dass sie etwas in der Schule gelernt hat. Ein bisschen, malo. Prebacimo. Ein bisschen, malo. Sprichst du Englisch? Ein bisschen. Ein bisschen, malo. Sprichst du Englisch? Ein bisschen. Govoriš li engleski? Malo. Die Musik ist laut. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Muzika je glasna, možete li pričati malo glasnije? Du sprichst ein bisschen zu schnell für mich. Pričaš suviše brzo za mene. Du sprichst ein bisschen zu schnell für mich. Viel. Mnogo. Zu viel. Previše. Zu viel. Trinkt zu viel. On suviše pije. Trinkt zu viel. Trinkt zu viel Bier. Pije previše piva. Trinkt zu viel Bier. Das ist zu viel. To je previše. Das ist zu viel. Wir sprechen immer zu viel. Uvek previše pričamo. Wir sprechen immer zu viel. Ich hab zu viel gegessen. Suviše sam jeo. Ich hab zu viel gegessen. Trinkt zu viel Kaffee. Pije previše kafe. Trinkt zu viel Kaffee. Wie viel? Koliko? Wie viel? Wie viele Zigaretten raucht er pro Tag? Koliko cigareta puši dnevno? Wie viele Taschen hat dein Mantel? Koliko džepova ima tvoj kaput? Wie viele Wochen gibt es in einem Jahr? Koliko nedelja ima u jednoj godini? Das Jahr habe 52 Wochen. 52 nedelje. Der Computer, computer. Ich habe einen Computer. Imam jedan computer. Hat Probleme mit seinem Computer. Ima problema sa kompjuterom. Mein Computer ist schon sehr alt. Moj kompjuter je već star. Teuer. Skup. Das ist teuer. To je skupo. Das ist zu teuer. To je suviše skupo. Es ist nicht sehr teuer. I nije tako skupo. Ist das teuer? Da li je skupo? Heute ist alles sehr teuer. Danas je sve skupo. Man kann sagen, dass heute alles sehr teuer ist. Može se reći da je danas sve skupo. Man kann sagen, dass heute alles sehr teuer ist. Billig, jeftino. Ich suche eine billige Wohnung.
Tražim jeftin stan. Ich suche eine billige Wohnung. Wie viel kostet es? Es ist ganz billig. Aber dafür möchte ich kein Geld geben. Koliko košta? Jeftino je, ali ne želim da dam novac za to. Kennen Sie hier ein billiges Restaurant? Da li poznajete neki jeftin restoran? Kennen Sie hier ein billiges Restaurant? Wir waren in einem billigen Hotel. Bili smo u jeftinom hotelu. Wir waren in einem billigen Hotel. Billig und teuer. Sljedeće je gern. Gern znači rado. Ich gehe gern spazieren, ich lerne gern Deutsch, ich schwimme gern, ich koche gern. Znači umjesto da kažemo volim nešto da radim, kažemo ja to gern radim. Benutzen, koristiti. Benutzen. Wessen Computer benutzt du? Čiji kompjuter koristiš? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Smem li da koristim vaš telefon? Die Aufzüge bitte nicht benutzen. Ne koristite liftove. Werden Sie heute Ihr Auto benutzen? Da li ćete danas koristiti vaš auto? Ich weiß nicht wie ich es benutze. Ne znam kako to da koristim. Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Imam jednu molbu. Mogu li da koristim vaš telefon? Wissen Sie, wie man einen Computer benutzt? Da li znate da koristite kompjuter? Einfach, jednostavan. Sie fragen nie. Sie nehmen einfach. Oni ne pitaju, oni samo uzimaju. Sie fragen nie. Sie nehmen einfach. Es ist einfach zu benutzen. To je lako da se koristi. Es ist einfach zu benutzen. Wirklich? Stvarno. Entschuldigung, wo finde ich eine Bank? Du bist wirklich nett. To nije bio primjen za wirklich. Du bist wirklich nett. Veoma si fin. Zaista si fin. Du bist wirklich nett. Hast du dich wirklich entschieden zu heiraten? Da li si se zaista stvarno odlučio oženiti? Hast du dich wirklich entschieden zu heiraten? Jetzt müssen wir wirklich gehen. Sada moramo stvarno da idemo. Jetzt müssen wir wirklich gehen. Glaubst du wirklich, dass es schlecht ist? Da li stvarno misliš da je to loše? Glaubst du wirklich, dass es schlecht ist? Ich sage dir, dieses Mal ist es wirklich. Kažem ti, ovoga puta je stvarno. Ich sage dir, dieses Mal ist es wirklich. Er mag mich wirklich. Ja se njemu stvarno dopadam. Ich weiß es wirklich nicht. Zaista ne znam. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt müssen wir wirklich gehen. Sada moramo da idemo. Jetzt müssen wir wirklich gehen. Korigieren, ispraviti. Würdest du meinen Brief lesen und die Fehler korrigieren? Da li bi pročito pismo i ispravio greške? Würdest du meinen Brief lesen und die Fehler korrigieren? Ispraviti. Der Fehler, greška, im Text waren viele Fehler. U tekstu je bilo mnogo grešaka. Im Text waren viele Fehler. Besser. Bolji, besser, verbessern, poboljšati, popraviti, verbessern. Es wird sich eines Tages verbessern. To će se jednog dana poboljšati. Es wird sich eines Tages verbessern. Ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern. Želio bih da poboljšam svoje znanje nemačkog. Ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern. Kann man die Lage nicht verbessern? Zar se ne može popraviti situacija? Kann man die Lage nicht verbessern? Der Lehrer verbessert die Fehler. Učitelj ispravlja greške.
Lehrer verbessert die Fälle. Das Wetter, Vreme. Das Wetter. Kakvo je vreme? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist schön. Vreme je lepo. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist schön. Vreme je lepo. Regnen, kišiti. Es sieht so aus, als es regnen wird. Izgleda kao da će pasti kiša. Es sieht so aus, als es regnen wird. Ich fürchte, dass es regnen wird. Bojim se da će padati kiša. Es kann jede Minute anfangen zu regnen. Svakog minuta može da počne kiša. Ich gehe nicht gerne aus, wenn es regnet. Ne volim da idem napolje kada pada kiša. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Sutra će padati kiša ceo dan. Wieder, opet. Wieder, der Regen, kiša. Es regnet, pada kiša. Der Schirm, kišobran. Sie haben ihren Schirm verloren. Oni su izgubili kišobran. Sie haben ihren Schirm verloren. Es regnet. Zum Glück habe ich meinen Schirm dabei. Pada kiša, ali srećom imam kišobran kod sebe. Es regnet. Zum Glück habe ich meinen Schirm dabei. Regenschirm oder der Schirm. Ich brauche einen Schirm, weil es regnet. Treba mi kišobran jer pada kiša. Ich brauche einen Schirm, weil es regnet. Der Regenbogen, duga. Schau den Regenbogen an. Ist das nicht toll? Pogledaj tu dugu. Zar nije lepa? Schau den Regenbogen an. Ist das nicht toll? Die Sonne und der Regen zusammen haben einen wunderschönen Regenbogen gebildet. Sunce i kiša su stvorili divnu dugu. Die Sonne und der Regen zusammen haben einen wunderschönen Regenbogen gebildet. Wo je gde? Wo wohnst du? Gde živiš? Wo lernst du Deutsch? Gde učiš nemački? Über, preko, über ili o. Worüber sprichst du? O kome pričaš? O čemu pričaš? Worüber sprichst du? Ili ich gehe über die Brücke. Idem preko mosta. Über. Der Weg je put. Der Weg. Das Pferd je konj. Hast du jemals ein Pferd geritten? Reiten je jahati. Da li si jahao konja? Hast du jemals ein Pferd geritten? Ich kümmere mich um und ich pflege Pferde auf dem Bauernhof. Brinem se i negujem, bavim se konjima na farmi. Ich kümmere mich um Pferde und ich pflege Pferde auf dem Bauernhof. Die Straßenbahn, tramvaj, fährt mit der Straßenbahn und se vozi tramvajem. Sie haben auf die Straßenbahn an der Haltestelle gewartet. Dakle, čekali su tramvaj na stanici. Sie haben auf die Straßenbahn an der Haltestelle gewartet. In der Straßenbahn waren nicht viele Leute. U tramvaju nije bilo mnogo ljudi. In der Straßenbahn waren nicht viele Leute. Der Zug, voz. Der nächste Zug geht erst in 2 Stunden. Sljedeći voz fährt oder geht, polazi za 2 sata. Der nächste Zug geht erst in 2 Stunden. Der Bahnhof, železnička stanica, der Bahnhof, wie komme ich zum Bahnhof? Kako da dođem do stanice? Wie komme ich zum Bahnhof? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Sie können mit dem Bus zum Bahnhof fahren.
Možete autobusom ići do stanice. Sie können mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Warten, čekati. Warten. Warten Sie auf jemand. Da li nekog čekate? Er hat mich warten lassen. Ostavio me da čekam. Er hat mich warten lassen. Warten Sie bitte einen Moment. Sačekajte trenutak. Warten Sie bitte einen Moment. Erwarten, očekivati. Erwarten. Ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Ne mogu da dočekam odmor. Ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Wir erwarten einen Freund an der Ecke. Očekujemo prijatelja na uglu. Wir erwarten einen Freund an der Ecke. Jemand, neko. Jemand. Kommt noch jemand? Da li još neko dolazi? Kommt noch jemand? Möchte jemand noch etwas kuchen? Da li neko želi još kolača? Möchte jemand noch etwas kuchen? Ist jemand da? Ima li koga? Ist jemand da? Wohnt jemand hier? Da li neko živi ovde? Wohnt jemand hier? Niemand, niko. Niemand ist mir gefolgt. Niko me nije pratio. Niemand ist mir gefolgt. Niemand hat ihn gesehen. Nikoga nije video. Niemand hat ihn gesehen. Niemand hat mir geholfen. Niko mi nije pomogao. Niemand hat mir geholfen. Der Bus, autobus. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Autobus kreće tačno u 8. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr ab. Der Bus fährt nicht weiter. Autobus ne ide dalje. Der Bus fährt nicht weiter. Die Bushaltestelle, autobuska stanica. Wo ist die nächste Bushaltestelle? Gde je najbliža stanica? Wo ist die nächste Bushaltestelle? Können Sie mir bitte sagen, wo die Bushaltestelle ist? Možete li mi reći gde je stanica? Können Sie mir sagen, wo die Haltestelle ist? Und die Stadt je grad. Die Stadt. Wir machen einen Spaziergang durch die Stadt. Šetamo kroz grad, idemo u šetnju kroz grad. Wir machen einen Spaziergang durch die Stadt. Ich zeige dir die Stadt, pokazat ću ti grad. Ich zeige dir die Stadt. Das ist alles für jetzt. To je sve za sada i vidimo se u narednom klipu. Auf Wiedersehen.